Das EU-Parlament darf zwar keine Regierung wählen, aber ist sehr wichtig für Europa und wie alles in Brüssel sehr groß. Wissen Sie, wo das Europäische Parlament seinen Sitz hat? Straßburg. Ne? Luxemburg. Brüssel? In Brüssel oder Den Haag? Brüssel. Berlin. Europa und seine Dienstsitze. Die Fraktionen des Parlaments tagen in Brüssel. Die Abgeordneten aus 27 Nationen pendeln aber jeden Monat zur Plenarwoche nach Straßburg. Und wer Politik für rund 500 Millionen Bürger macht, leistet sich auch noch einen dritten Dienstort, Luxemburg. Da sitzt nämlich die Verwaltung. Die Aufgaben des Parlaments sind klar. Die Kommission schlägt Gesetze vor. Die Parlamentarier stimmen zu oder lehnen ab. Das Parlament selbst darf aber keine Gesetze einbringen. Die Haushaltskontrolle ist eigentlich das Königsrecht für jedes Parlament. Das EU-Parlament aber kann den Haushalt nur als Ganzes annehmen oder ablehnen. Über die Verteilung des Geldes bestimmt es nicht. Das Parlament kontrolliert die Kommission, den Rat und die Zentralbank. Das war nicht immer so. Das Europäische Parlament ist eben im Vergleich zu der ersten Wahl, wo es nur ganz schwache Haushaltskompetenzen hatte, zu einem Mitspieler geworden in wesentlichen Akten der Gesetzgebung, die uns unmittelbar betreffen, wie bei wesentlichen Ausgaben im EG-Budget, wie bei der Wahl der Kommission und des Kommissionspräsidenten. Also ein ganz entscheidender Mitspieler in diesem europäischen Geschehen. Wer sich also beispielsweise über das billigere Telefonieren im Ausland freut, hat das dem EU-Parlament zu verdanken. Denn EU-Recht schlägt nationales Recht. So hat jeder was davon. Unserem Europafreund Sebastian Schneu dauert das alles aber mal wieder viel zu lange. Im Europäischen Parlament ist es wie in jedem Parlament. Es wird geredet und geredet und es kommt zu wenig raus. Warum? Schuld sind die Griechen. Die haben das Parlament erfunden und das Wort Parlament kommt von parlieren. Dafür ist es da. Und von dort ist es nur ein kleiner Schritt zum Palaver.